Hi, mein Name ist Patrick Piel und im Mai 2021 bin ich das allererste Mal mit meinem Kumpel Gianni mit dem Fahrrad 700 Kilometer von Stuttgart nach Berlin gefahren. Oh mein Gott. Zumindest war das der Plan, ob wir es wirklich geschafft haben, das seht ihr in diesem Video hier oben. Dieses Jahr, ein Jahr später, steht die nächste Herausforderung an. 1100 Kilometer mit dem Fahrrad von Freiburg nach Barcelona in Spanien, quer durch ganz Frankreich. Und als ein Teil dieser Vorbereitung für unsere Barcelona-Radreise dient deshalb dieses Video. 50 Kilometer Tagestour, Ausrüstung und Fahrradtesten mit Übernachtung von Esslingen am Neckar nach Tübingen. Und was wir erlebt haben, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir mal eine kleine Rad-Tagestour. Gianni ist am Start, ich bin am Start. Wir haben auch noch ein paar andere Dudes hier heute am Start. Einmal Leon. Hi, servus. Und Simon, der gerade hinter der Kamera ist. Und wir wollen heute mal von Esslingen am Neckar Richtung Tübingen fahren. Einfach ganz entspannt, 50 Kilometer, ein paar Höhenmeter machen. Mal ohne Stress. Mal ohne Stress, bisschen die Waden trainieren, die Oberschenkel trainieren. Weil in circa einem Monat geht es nach Barcelona von Freiburg mit dem Rad 1000 Kilometer. Wir zwei. Und deswegen müssen wir ein bisschen trainieren. Und dafür ist die Tour heute da. Bevor das Video so richtig losgeht, dieses Video wird unterstützt von Revolution Race. Yeah. Outdoor-Marke für richtig coole Klamotten. Und Revolution Race hat uns einmal die Zyklon Rescue Jacket zugeschickt. Einmal in Grau und in Orange eine richtig coole wasserdichte und winddichte Regenjacke. Und einmal die GP Pro Zip-Off Pants, eine Wanderhose, wo man die Beine abmachen kann. Einmal in Oliv und einmal in Schwarz-Orange. Und sie haben uns nicht nur diese Kleidung hier zugeschickt und das Video damit unterstützt, wofür wir mega, mega dankbar sind. Vielen, vielen Dank dafür. Sie haben uns auch einen Rabattcode geschickt. Und zwar bekommst du nämlich für 2 Tage 15% Rabatt mit dem Code hier. Die Jacke ist komplett wasserdicht, das heißt, du hast einmal verschweißte Nähte, durch die Nähte können nichts durchdringen, weder Wasser noch Wind. Und du hast ein Hardshell-Material, das heißt auch hier komplett wasserdicht, mit einem Haufen von Taschen hier an der Seite. Du hast hier eine Brusttasche, du kannst die Kapuze aufziehen. Also du bist eigentlich vor den ganzen Wetterverhältnissen perfekt geschützt, egal ob im Schnee oder wenn du sie als Regenjacke mitnutzen willst oder auch beim Skifahren, bist du auf jeden Fall. Die Kleidung gibt es in vielen verschiedenen Farben. Du siehst, ich bin so ein bisschen mehr waldmäßig, tarnmäßig gekleidet. Gianni ist so ein bisschen bunter und farbenfroher gekleidet. Dementsprechend 15% Rabatt. Gönn dir schon einfach mal vorbei. Für 2 Tage gilt der Code. Wir sind mega dankbar für die Kleidung. Sie bringen uns echt gut durch die Natur durch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lass uns mal starten. Peace out. Das hier ist mein Rad. Das kennt ihr aus dem Berlin-Video. Wenn du es noch nicht kennst, kannst du es mal hier oben auschecken. Und ich habe genau das gleiche Setup wie das letzte Mal. Wir haben ein Zelt dabei, wir werden eine Nacht hier schlafen, 2 fette Taschen. Das Einzige, was ich geändert habe, seit der Berlin-Reise ist, ich habe mir nur eine Handyhalterung gekauft. Yeah. Mehr habe ich nicht geändert. Nee, aber ansonsten ist es tatsächlich ein relativ schäbiges Rad, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Luft war gestern noch komplett raus und mein Ventil ist kaputt. Der Fahrradmantel ist komplett am Arsch, hier sind Risse drin, hier unten ist kein Profil mehr drauf. Leute, er hat mir gestern Abend noch geschrieben, das wird nichts, weil er Angst hatte, dass sein Rad nicht funktioniert. Ich überlege mir auch so eine Lenkertasche zu holen, wo ein bisschen mehr was reinpasst. Ist schon geil, Simon. Und das ist Giannis Rad, genauso schäbig wie meins. Mountainbike, viel zu schwer, ja, viel zu räudig. Deins ist es nicht. 9 Gänge. Also übertreiben brauchen wir nicht. Das Preisschild bei der Tasche ist auch noch dran. Wir können ja irgendwann nach einer Stunde mal schauen, ob wir in die richtige Richtung fahren. Ey, dein Rucksack sieht so fett von hinten aus, Alter. Für eine Nacht. Wir haben so Flashbacks auf der einen Seite, auf der anderen Seite merken wir aber auch, wie gut man plötzlich fahren kann, wenn man mal richtig volle Reifen hat, wenn man mal einen richtig eingestellten Sattel hat. Ja, voll. Macht so viel aus. Das ist ein Unterschied. Jetzt fängt es an, richtig Spaß zu machen. Ja, aber wirklich so. Und Gianni, hast du schon Flashbacks? Oh mein Gott. Oh, geil. Oh, geil. Oh,
Also bisher kommen wir eigentlich ganz gut voran. Dann wären wir direkt am Neckar, ja? Wir haben jetzt schon so knapp 20 Kilometer gemacht. Okay, ready? Immer ready. Boah, Patti, ha? Bei jeder Fahrradtour gehört doch so ein Videoausschnitt dazu, wo du die GoPro auf die Straße legst und wir fahren so direkt daran vorbei. Ja, stimmt tatsächlich. Sollen wir das noch kurz faken für das, die Kamera? Das müssen wir noch faken. Sollen wir das noch faken? Ja, oder darf ich doch reinfahren, weil so eine GoPro, die hält doch mal aus, oder? Richtig authentisch. Boah, Simon, Alter, das war knapp, Junge. Ich sag dir, wie es ist, ne? Mir tut der Arsch so dermaßen weh gerade. Ja, mir tut der Schritt so brutal weh. Und ich habe echt keinen Bock mehr langsam. Oder Patti, wir können jetzt mal was decken kurz. Ja. Das ist ein geiler Zelt. Das ist richtig geil. Hey Johnny, könnten wir auch zelten, ne? Ja. Boah, ich merke es vor allem im Schritt. Also meine Knie, wenn ich jetzt so laufe, merke ich es auch in den Knien. Ey, das wird krass für Barcelona, ne? Wir haben auch nicht mal die Hälfte der Tageskilometer geschafft. Wir sind jetzt schon am Arsch. Ja, das braucht den Menschentyp, aber manchmal macht es sogar noch intensiver, ne? So, Leute, wir fahren jetzt weiter nach der Pause. Leon ist gerade schon abgedampft, der geht noch auf den Geburtstag. Simon verlässt uns auch bald, der fährt noch zum Bodensee mit seinem geilen Rad hier. Heute noch natürlich. Heute noch, genau, heute noch zum Bodensee, natürlich nicht. Und Janine und ich werden uns jetzt dann entspannt jetzt hier noch weiter radeln. Wir sind jetzt heute 40 Kilometer gefahren bisher in 4 Stunden, das ist schon echt gut. Also 10 Kilometer pro Stunde, ne? Das ist schon geil. Schon gut. Ja, kann man mal so stehen lassen. Kann man mal so stehen lassen, okay. Genau, dementsprechend würde ich sagen, wir steigen jetzt wieder auf, fahren weiter und dann suchen wir uns bald nochmal den Schlafplatz. So, wir haben jetzt unseren Spot gefunden. Ich glaube, was Besseres werden wir hier nicht finden. Wir werden jetzt hier an so einem Vereinshaus zelten. Hier ist relativ abgelegen, hier so. Und hoffen mal, dass uns niemand hier heute Nacht, dass jemand hier heute Abend auch noch herkommt. Aber es ist Karfreitag, also wir hoffen mal, dass hier alles safe ist. Ist alles dicht hier. Was sind so jetzt die Learnings? Also jetzt, wo du mal wieder mit dem Fahrrad gefahren bist. Du hast jetzt diese Taschen wieder hier hinten. Immer noch Mountainbike. Einen fetten Rucksack. Was sind jetzt die Learnings für dich aus der Testtour für die Barcelona-Tour? Fahrradfahren ist scheiße. Nee. Was musst du noch besser machen? Also ich kaufe mir ein neues Fahrrad. Ich glaube, das ist echt wichtig, ja. Das ist wirklich das A und O, glaube ich, von mir tatsächlich. Ja, und sonst? Ich meine, ich werde wahrscheinlich nach Barcelona auch so ein fettes Ding dabei haben müssen, ne? Das ist es halt, ja. Bei mir ist es so, ich bin eigentlich auch, also ich werde das gleiche Fahrrad wahrscheinlich nehmen. Ich werde mir aber auf jeden Fall neue Reifen, also einen neuen Mantel holen. Ich denke, den gleichen Rucksack, auch die Dinger werde ich wieder brauchen. Das Zelt muss auch wieder hinten drauf kommen. Vielleicht. Nur diesen Rucksack? Ja, ich denke schon. Und ich mache mir aber vielleicht noch eine Lenkertasche hier vorne hin, wo ich dann den Gaskocher und so reintun kann. Das Einzige, was ich jetzt noch auf die Barcelona-Tour mitnehmen würde, zusätzlich zu dem, was ich jetzt schon dabei habe, wäre halt echt nur der Gaskocher und ein bisschen mehr Wechselkleidung. Aber sonst. Okay, müssen wir schon. Vielleicht kriege ich das ja auch in meinem anderen Rucksack. Ah, geil. Bei mir gibt's Kichererbsen-Kokoseintopf. Bei mir die Linsensuppe. Leute, diese Konserven begleiten uns schon seit einem Jahr. Ja. Okay. Boah, wie klein ich das Zelt bekommen habe, als ich zu Hause dann das zusammengerollt habe. Ne? Schon krass. Das hier ist das Zelt einfach. Schon krass. Zuerst ist queer, ey. So haben wir es gemerkt. Da, guck mal unten. Sicher? Weiter geht's.
Ja. So, Zelt ist jetzt aufgebaut. Mit einem schönen Blick. Hoppala. Mit einem schönen Blick. Hier, da ist der Sonnenuntergang. Und die Sonne geht dann wahrscheinlich irgendwo da hinten auf. Da haben wir auch schon den Mond ganz fett da oben. Und jetzt packen wir noch die ganzen anderen Sachen in unser Zelt rein. Und genießen die Nacht. Ich habe eine neue Strategie. Während du reinpustest, machst du zu. Nein, echt? Nein, Gianni, sag bloß! Hier ist der Mond angeht. Das Zelt ist vorbereitet. Der Sommerschlafsack ist draußen für ungefähr 8 Grad heute Nacht. Ey, der Schlafsack bringt gefühlt halt nichts, ne? Vor allem bei den Füßen, Alter. Ey, ich glaube, ich muss mir echt noch einen Schlafsack kaufen. War der teuer? Den habe ich seit Jahren. Der ist aber auch echt nicht mehr so gut, weil wahrscheinlich ist der Stoff schon so. Der isoliert wahrscheinlich auch kaum noch. Ist wie so eine Sommerdecke wahrscheinlich. Oh geil. Also Leute, dann würde ich sagen, in diesem Sinne gehen wir jetzt hier in die Kiste und sehen uns morgen wieder. Wow. Guten Morgen aus dem viel zu engen Zelt. Leute, das Zelt ist wieder klitschenass hier. Es ist komplett nass, alles. Hier ist alles nass, alles. Es hat aber nicht geregnet. Die Nacht war ziemlich beschissen. Beschissen. Ach, die Scheiße. Komplett Vollmond, Leute. Komplett Vollmond. Wir haben einfach fast nicht geschlafen. Wir sind erst so um 2 Uhr nachts, konnten wir mal durchgängig über mehrere Stunden schlafen. Ja, vor allem. Ich konnte noch weniger schlafen. Und das ganze Zelt ist komplett klitschenass. Es ist komplett nass hier, überall. Alles. Als ob es dauergeregnet hätte. Das Witzige ist, Leute, es hat keine Sekunde geregnet. Es hat keine Sekunde geregnet. Ich finde es auch gut, dass ich ruhig bin. Guck mal, sieht das aus, als ob es geschneit hätte. Krass, das waren ja gar keine Minusgrade. Ja, aber Digga, das ist nicht wirklich Schnee, das ist einfach nur das Kies. Das ist vereist. Das ist ein bisschen vereist. Hä? Das ist vereist, Digga. Nee. Ganz normale Wolken. Also der Ausblick ist eigentlich ganz schön. Ja. Aber das ganze Zelt ist komplett nass. Ich frag mich echt. Okay, hier ist der Hering rausgegangen. Da hat wirklich nicht ein Tropfen geregnet, ne? Deswegen hat es auch durchgetropft, weil der Hering hier rausgegangen ist. Okay. Deswegen hat es durchgetropft. Aber trotzdem ist es schon pervers. Also meine ganze Fahrradtasche hier, ne? Komplett, hier ist der ganze Sattel ist komplett nass. Alles feucht hier, alles. Komplett. Boah, Digga, warte mal. Ich sehe jetzt meine Tasche. Alles feucht. Ja, das war nicht die ganze. So, Reifen sind immer noch pralle voll, das ist gut. Oh! Junge, mein Arsch, ne? Oh, Boah, Digga, das ist gerade kein Spaß, ne? Junge, mein Arsch tut so weh. Mein Schritt. Oh, fuck. Hast du kein Problem? Nee. Echt? Oh, mein Gott. Und das nach 50 Kilometern. Ach, du Scheiße. Nee, ich meine, mein Arsch muss ich halt auch dran gewöhnen, ne? Ich meine, du fährst viel öfter Fahrrad, das heißt, du bist es viel mehr gewohnt als ich.
Alright Leute, wir sind jetzt in Tübingen angekommen, haben gerade ein bisschen was gefrühstückt beim Bäcker. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir machen auf jeden Fall noch ein paar Testtouren, um uns ein bisschen noch besser zu trainieren. Das ist schon peinlich gewesen, ja. Nach 50 Kilometern solche krasse Schmerzen im Schritt. Wir müssen noch ein bisschen trainieren, auf jeden Fall bis Barcelona. Hat uns jetzt wieder auf jeden Fall ordentlich gezeigt. Ja, In diesem Sinne würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Schick das Video jemandem, wo du sagst, hey, das könnte vielleicht auch für den interessant sein, wenn der sich für Fahrradtouren interessiert. Dann sehen wir uns allerspätestens beim nächsten Video. Und dann würde ich sagen, bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Peace out.